Seit 100 Jahren haben wir das Frauenwahlrecht in Deutschland. Ein riesiger Erfolg. Die Frauen, die damals ins Parlament gewählt worden sind, mussten allerdings ganz viele Anwürfe über sich ergehen lassen. Im Parlament, draußen im Freundeskreis, auf der Straße, sogar zu Hause in der Familie. 1970 hat es eine Frau gewagt, im Hosenanzug im Deutschen Bundestag eine Rede zu halten. Und natürlich hat sie sich dafür blöde Sprüche anhören müssen. 1983 ist es gewesen, als Waltraud Schoppe, die grüne Abgeordnete, zum ersten Mal klar und deutlich die Vergewaltigung in der Ehe thematisiert hat. Und die Zeitungen schrieben damals von einem gröhlenden, johlenden Männermob, der auf sie reagierte. 1997 ist es erst gewesen, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar gemacht worden ist. Und heute? Auch heute haben wir es mit Hass und mit Hetze, vor allen Dingen gegen Frauen, gegen viele Frauen im Parlament zu tun. Was gibt es für eine Lösung? Zum Beispiel in Brandenburg. Dort ist auf Initiative der Grünen Fraktion hin die Gleichberechtigung bei den Wahlen in die Verfassung gekommen mit einem Paritätgesetz. Dort werden Wahllisten abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt. Ein klares Statement für die Gleichberechtigung, wenn es natürlich auch noch nicht alles ist, was wir gegen Hass und Hetze tun müssen. Ein Paritätgesetz für die Gleichberechtigung, das wollen wir im Bundestag auch. Dafür kämpfen wir, dafür treten wir ein.